Mensch, Anne! Ja, moin! Du hier? Und du hier? Ich bin auch hier! Ich kann's nicht fassen. EA Play! Wow. Hollywood! Wir haben es geschafft! Ja! Ja! Was Nur so halb. Was haben wir uns heute angeguckt? Wir haben heute Anthem zusammen geguckt. Genau. Anthem. Das war eine, ich würde sagen, 20- bis 30-minütige Demo. Sehr interessant, alles Gameplay. Vier Leute haben gleichzeitig zusammengespielt. Und jetzt drehen wir hier die Mucke im Hintergrund mal so richtig auf. Aber ich glaube, wir stellen uns trotzdem weiter. Ja, ich glaube, das funktioniert trotzdem. Erzähl doch mal weiter. Ja, man hat ja so ein bisschen in der PK schon gesehen, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Ich fand, es war sehr bunt. Ich hätte nicht erwartet, dass es so krass bunt wird. Mhm. Was mir auch sofort aufgefallen ist, der Bildschirm ist völlig überladen mit Anzeigen, mit HUD. Überall schwirren Gegner rum, alle schießen durcheinander. Also es war wirklich, es ist schon sehr schwierig gewesen, irgendwem zu folgen auch tatsächlich für mich. Aber das Konzept an sich finde ich ganz interessant. Da habe ich mich die ganze Zeit gefragt, was ist eigentlich mit dir als Destiny-Nerd? Es gibt ja schon so ein paar Parallelen eigentlich, die so ein bisschen ins Auge stechen. Ja, also ich bin hier mit der Hauptfrage reingegangen, was ist Anthem eigentlich? Also Destiny lag ja irgendwie immer auf der Hand, das sieht ihm sehr ähnlich aus und bisher war das eigentlich auch der einzige Anhaltspunkt, den wir so hatten. Ich muss jetzt sagen, das ist gar nicht so sehr, so wie ich erwartet hätte. Ich habe sehr viele Titel drin wiedererkannt, Destiny tatsächlich weniger als zum Beispiel Warframe. Ja. Und wenn ich jetzt mal... Am einfachsten beschreibt man, indem man mit anderen Sachen vergleicht. Ich weiß, es ist nicht elegant, aber hilft euch am ehesten, um euch ein Bild zu machen. Also ich sag mal so, das Fähigkeitensystem, die Steuerung, die Sachen, die man machen kann, die sind relativ nah an Destiny angelegt. Auch der Aufbau von, man kämpft in der Welt mit Leuten zusammen, aber im Endeffekt, sein Loot holt man sich dann eher selber ab. Die Art und Weise, wie das Spiel sich bewegt und steuert, wie der Combat ist, hat mich sehr an tatsächlich an Warframe eher erinnert. Also es ist sehr schnell, man fliegt sehr viel durch die Gegend. Es wirkt so ein bisschen beliebig, also ich hatte das Gefühl, es wirkte alles sehr schlauchig, obwohl die Welt eigentlich offen ist und auch die Dungeons, die wir gesehen haben, spielen in der offenen Welt. Trotzdem hatte man die ganze Zeit das Gefühl, die folgen so einem Schlauch, so die ganze Zeit in eine Richtung und halt auch Warframe ähnlich. Du kannst dich um die Gegner kümmern, du kannst aber auch einfach weiterrennen. Und es ist eigentlich alles nicht so wichtig. Wie du schon erwähnt hast, absoluter Hard Overkill. Es sieht erstmal sehr schön aus, gerade so die Effekte und das Licht und so sind sehr schön gemacht. Aber wenn die Action losgeht, man hat halt dann, man hat Hit-Numbers, die von den Gegnern wegfliegen, also RPG-mäßig. Und das sind so viele, dass man teilweise in der Action echt nicht mehr viel erkannt hat. Und das, was sie uns gezeigt haben, sie haben in der Squad zu viert gespielt. Ja. Es wurde tatsächlich sehr, sehr voll. Ja, wir haben eine sogenannte Stronghold-Mission gesehen. Das könnte man vielleicht, ich habe sofort an Strikes gedacht in Destiny. So ein bisschen also man bewegt sich in ein unbekanntes Gebiet und am Ende wartet halt ein Boss. Ja. Und dann hat man so eine Art Bossfight und dann kriegt man natürlich auch eine Belohnung dann im Anschluss. Das fand ich, ganz nett. Das sind Missionen, die kann man auch nicht alleine machen. Das ist ja so ein bisschen, man kann Singleplayer spielen, aber es ist angeraten, dass man schon mit anderen zusammenspielt. Und diese Stronghold-Missionen sind eben direkt darauf angelehnt, dass man halt mit mehreren Leuten da reingeht. Ja. Sehr gefallen haben mir diese Kombo-Möglichkeiten. Also wenn die verschiedenen Mitglieder ihre Fähigkeiten alle zusammen auf einen Gegner ballern, dann gibt es halt die Möglichkeit einer Kombo. Genau, also nicht wie man sonst kennt, Kombos mit die man selber macht, sondern die Kombo wirklich, wenn du deinen Schuss kombinierst mit dem richtigen Timing, mit dem Schuss deines Partners oder deiner Squadmates, die mit unterwegs sind, haben sie nicht so viel von gezeigt, aber die Idee ist recht interessant. Die Idee ist echt ganz nett und was ich auch ziemlich cool finde, ist, dass man sich nicht wirklich für eine Klasse entscheidet, sondern dass es vier verschiedene Anzüge gibt, vier verschiedene Javelin. Genau, Javelins heißt es als solches, man steuert halt seinen eigenen Charakter, einen Menschen wohl. Vielleicht nochmal zur Story, die sie nur angerissen haben. Die spielt so ein bisschen in so einem endzeitmäßigen Setting und irgendwelche großen Monster wollen der Menschheit ankragen. So, und wir können uns wehren, indem wir uns diese Javelins zunutze machen. Es gibt vier verschiedene Klassen, sind halt Kampfmechs, in die man einsteigt, die man nicht behalten muss. Man kann sich halt sein eigenes Ding bauen und liebgewinnen und damit lernen und looten und wachsen. Und anmalen, customizen, alles was man möchte quasi. Genau, und man kann sie aber auch wechseln. Und die vier Klassen, von denen wir bisher wissen, und wahrscheinlich sind es auch die einzigen erstmal, ist einmal der Colossus, das war der, von dem wir das meiste Gameplay gesehen haben. Der hat so ein bisschen was vom Tank einfach. Das schwere ist sehr Waffen, robust. Genau, riesig groß. Halt so ein typischer Kampf-Mech, in den man reinsteigt. Ja. Dann den Ranger, der mehr auf Close Combat zugeschnitten ist. Und den Interceptor und Storm,
die wirkten so ein bisschen agiler und schneller, zu denen haben wir aber nicht so richtig viel mitbekommen. Storm hat, glaube ich, Elementattacken. Das finde ich jetzt zum Beispiel immer sehr spannend. Ich liebe ja irgendwelche geilen Feuer- oder Eisattacken. Deswegen wäre das, glaube ich, so meine Klasse, die ich am meisten wahrscheinlich benutzen würde. Mhm. Kommt natürlich auf die Mission an. Und das ist ja auch das, was, glaube ich, so ein bisschen die Varianz reinbringen wird. Je nachdem, welche Mission man angeht, kann man sich halt aussuchen, okay, welchen Javelin möchte ich jetzt auswählen. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass man da nicht so eingeschränkt ist. Ja, und man kann sie, wie gesagt, customisieren. Sie haben schon gesagt, es wird entweder keine Lootboxen geben oder keine Advantages freikaufen, halt nur Kosmetik. Also das ist generell die Linie, die EA hier ganz offensichtlich fährt. Und da hat es auch ein Umdenken gegeben oder gibt es gerade in der Branche, das ganz schön mitzusehen. Sie haben erwähnt, es soll jetzt nicht einfach nur ein RPG mit Koop-Elementen sein, aber so richtig definiert haben sie halt nicht, was es ist. Nee. Was wir gesehen haben, ist, Loot spielt eine wichtige Rolle. Überall im Level, wenn man Gegner legt, droppen die Loot mit einem Farbsystem auch. Ein sehr ungewöhnliches, das ich bisher so nicht gesehen habe. Die an Farben, die ich entdeckt habe, war grün, türkis, rot, blau und ich glaube lila. Ja, also lila. Ganz merkwürdiges Schema. Ich habe es auch nicht genau erkennen können, aber sie haben uns gesagt, dass zum Beispiel der, den wir beim Gameplay zugeguckt haben, dass der eine legendäre Waffe hat, die er halt irgendwie mal ausgerüstet hat. Von daher gehe ich davon aus, dass die Waffen, die man benutzt, halt entsprechend das Loot sind, das man sich dann einsetzt. Also, dass ich meine Armkanone mir quasi irgendwo klau und dann einbaue. Ja. Das Steuerungssystem, wie gesagt, war Destiny sehr ähnlich. L1 und R1 sind verschiedene Fähigkeiten, Granate, ein Spezialschuss. Die sind auf dem Cooldown. Dann beide gleichzeitig sind ein Super. Das haben sie uns am Ende beim Boss gezeigt, mega beeindruckend. Alter, das war richtig geil, das war eigentlich das Beste. Das hat so reingehauen, habe ich noch nie gesehen bei irgendwas. Ich wäre fast vom Stuhl gerutscht. Das ist richtig gut. Bisschen blöd ist, dass wir wahrscheinlich jetzt euch gar nicht so viel B-Roll zeigen können an dieser Stelle. Wahrscheinlich wird das ein relativ trockener Talk, falls wir kein Material haben. Aber deswegen beschreiben wir es euch einfach ein bisschen. Wie gesagt, das Loot, das man einsammelt, benutzt man dann, um sich seinen Mac entsprechend so ein bisschen auszubauen. Ja, genau. Und das war eigentlich, also in der Gameplay-Demo, die sie gezeigt haben, wie hieß dieses Ding? Was meinst du genau? Diese Art von Level, die sie gezeigt haben? Stronghold, genau. Also ich würde auch sagen, kann man sich vorstellen wie ein bisschen schwierigerer Strike. Sehr interessant war dabei, dass du diese Mission auf der World Map auswählst. Also offene Welt und hast überall deine Symbole und kannst dann halt dieses Ding zum Beispiel aussuchen. Ja. Die haben die Mission angefangen mit drei Teampartnern und haben dann unterwegs einen vierten Random getroffen. Noch einen abgeholt, genau, und haben dann auch erzählt, so die drei sind alle Level, was weiß ich, 20, 30. Der, den sie getroffen war haben, Level ist Level 1, ja. Aber halt ein cleveres System, mit dem der dann mitspielen konnte. Also eine Art Drop-In-Koop, also auch interessantes System. Ich bin, wie gesagt, so mein Fazit von dem Ganzen ist, ich bin überrascht. Als ich das letzte Mal Trailer dazu gesehen habe, dachte ich, bin ich mir nicht sicher. BioWare hat sich jetzt zuletzt auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert. Ja. Und noch bevor wir heute die Demo gesehen haben, habe ich gesagt, ich glaube nicht dran, dass das Spiel was wird. Nachdem wir die Demo gesehen haben, würde ich sagen, ich bin jetzt interessierter. Ich bin mir nach wie vor nicht sicher, ob das jetzt unbedingt was für mich wird oder nicht. Angenehm finde ich, dass es nicht wirkte wie ein Abklatsch, sondern wie ein Spiel, das sich an vielen anderen Spielen bedient. Ne, vornehmlich Destiny, Warframe, so eine Geschichten. Das Leveldesign zum Beispiel hat mich ganz extrem erinnert an Evolve, komischerweise. Ja. Dieses Dschungelmäßige, ganz viel hoch und runter. Man spielt auch unter Wasser, man fliegt viel durch die Gegend. Das fand ich auch mega geil, unter Wasser. Es wirkte insgesamt wie so ein eigenes Ding. Also wie ein Spiel, das was macht, das vorher in der Form kein anderes Spiel gemacht hat. Von daher, ich bin jetzt auf jeden Fall interessierter, als ich vorher war. Und würde sagen, ich schaue dem Spiel vorsichtig positiv entgegen. Wir wissen natürlich noch nicht so viel und es ist auch noch früh in der Entwicklung. Ich schiel gerade mal auf meinen Spickzettel. Anne hat es im Kopf, wann das Spiel rauskommt. Ja, genau. Apropos entgegenschauen, es dauert nicht mehr allzu lange. Tatsächlich, das Spiel erscheint am 22. Februar 2019. Am gleichen Tag wie Days Gone. Es ist ja noch ein bisschen hin, da kann noch einiges passieren, aber auch ich bin eigentlich sehr positiv überrascht. Ich hatte nicht gedacht, dass es in diese Richtung einschlagen wird. Und deswegen bleibe ich da auch mal dran und guck, was da draus wird. Ne? Ja, also ihr seht, wir sind gespannt. Das waren jetzt nur unsere ersten Eindrücke, die wir hier auf der EA Play sammeln konnten. Die E3 geht ja erst noch los und wir sind natürlich für euch hier unterwegs. Wir werden jeden Tag ein, zwei Handvoll Videos raushauen. Deswegen abonniert uns und auch ganz wichtig, aktiviert das Glöckchen, damit ihr Bescheid bekommt, wenn unsere geilen Videos live gehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und dann sehen wir euch im nächsten Video. Tschüss!